So. Jetzt ist sie dran. Wir stellen sie hier hin und machen, wieso drücke ich eigentlich immer genau die falschen Knöpfe? Eisstrahl. Boom und tot. Okay, erledigt ohne größere Verluste. Die Batteriepacks behalte ich erstmal. Verdammt, daneben. Jetzt habe ich dich aber. So, das ist so ein Heilteil, der sollte ja immer zuerst töten, wenn ich mich richtig erinnere. Schildspalter. Todesbote und das war's dann, glaube ich, auch schon. Deswegen halten die Viecher auch nicht so viel aus. Okay, das hätten wir auch erledigt. Lass mich mal die Karte in einem Blick sehen. Ja, ich kann nur darüber und dann kann ich nur dahin kommen, ja. Ich habe also gar keine Wahl. Macht ein komisches Licht aus. Habe ich dich. So. Vor, kriege ich jetzt einen Seitenhieb raus? Ja. Seitenhieb. Vertikalhieb. Also X-Klinger. Die Kombi. Seitenhieb. Vertikalhieb. So, und einmal kriege ich es noch hin. Seitenhieb. Vertikalhieb. So, und jetzt ist Nina dran. Wobei, nehmen wir mal zurücksetzen eben. Ich glaube, ein Frost tut's auch. Yep. Einmal. Zweimal erledigt. Der Tod von oben. Heute im super Sonderangebot. Ich glaube, da kann ich jemanden Level up machen. Gruppe. EP hinzufügen. Yep, ich habe richtig geguckt. Ja, Stufe hoch. GZ. So, du bist der Nächste, ne? Jetzt könnte ich da raus, aber ich besiege den Gegner. Ich nehme alle Gegner mit. Ist ausgewichen, die Sau. Jetzt hat der mich angegriffen. Ich glaube, es hackt. Das war so klar. Und der kann Blitz. Oh, wird ja immer besser hier. Was das bitte? Danke. So, jetzt fährst du einfach zur Eishölle. Zack. Eisstrahl. 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 Boom, tot, aus, finito. Erledigt. So. Jetzt kann ich hier raus. Hinten sind ein Haufen Gegner. Nicht gut. Okay, jetzt kann ich hier rüber, hier runter, darüber. Und jetzt habe ich zwei Wege. Ich kann darüber, da sind Kisten. Also hole ich mir die Kisten. Habe ich dich. Alleine auch noch. Heute ist nicht dein Glückstag. Nochmal entrüsten. Schildspalter. Nein, ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt, das war so klar, dann mache ich die perfekte Scheiße und dann baue ich doch Scheiße. Ach, ist das schön. So lieb dich das doch. Ich weiß, ich kann nicht singen, er braucht mich damit nicht zu nerven. Frost, Eisstrahl, erledigt. Tim-tadim-tadim-tadim. So, noch ein Gegner tot. Okay, weiter vor. Es sind zwei Heiler, oder was? Ja, pass auf, gleich treffen die mich wieder. Ach, ich habe den in der Mitte getroffen, wunderbar. Okay, kann ich hier alle treffen irgendwie? Nein, natürlich nicht. Wäre ja zu einfach. Da mache ich mir erstmal den einen Platz. Oder versuchen's. Seitenhieb. Vertikalhieb, ja, ein Doppelfehl. Okay, den einen hätten wir schon mal und einmal kann ich noch, also so, dass ich die beiden treffe. Zack, und noch ein Vertikalhieb. Boom, boom. So, dann kann ich noch einen Seitenhieb machen. Nein! Ah, dumm. Dumm, ganz dumm. Ich hätte den einen jetzt killen können. Egal, dann muss das Nina wieder übernehmen.
Nina ist für unsere Aufräumarbeiten zuständig. Und zwar stellen wir sie einfach hier hin und machen einen Eisstrahl. Und noch einen, falls es nicht reicht. Bum, bum, bum. Erledigt. Dün, 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 dün. Okay, AP-Bonus, super. Rüstungsverstärker kann ich vielleicht noch gebrauchen. Langfuß, Gegenstände verwenden. Langfuß kriegt mal Reed, AP+, den gebe ich am besten. Lin, du hast heute gewonnen mit AP+. Gratuliere, irgendeine Waffe plus 5. Okay, habe ich dich. Sind beide im Kampf, sind beide im Kampf. Nicht so toll. Mach ich erstmal den platt. Okay, entrüsten. Nochmal entrüsten. Schädel spalten. Todesbote. Ich hab echt einen Frosch im Hals gerade. Ahem. Schädelspalter nochmal. Wum. Okay. Hat zwar nicht gereicht, aber who cares about that? Weil jetzt ist das Manina dran und die macht unseren komischen kleinen Heilerfreund. Etwa 20 Minuten in eurer Zukunft, abzüglich meines sinnlosen Gelabers jetzt, meinte Camtasia Studios, sich einfach mal so abzuschalten, ohne irgendwelche ersichtlichen Gründe. Als ich mich dann folgendermaßen aufregte, blять, ёбаный в рот, блять, кто эту ёбаную программу сделал? Hallo, ich bin Marcel Davis. Ja, ich musste ja fragen. Das erklärt so ziemlich, alles? Stellte ich dann doch fest, dass ich das Ganze recovern kann. Yeah, ich freute mich total, drückte den Recovery-Knopf und schaute spannenden 2% zu, wie sie sich auf dem Ladebalken bewegten. Als dann plötzlich in meinem Kopf eine Tetris-Melodie ihr Spielchen begann, dachte ich mir, nee, jetzt reicht's, das ist mir zu langweilig, und startete das von mir neu erworbene, und zwar legal bei Musicload, Spiel 101 Kitty Pets, der Virtual Pet Game. Das Spannendste an diesem Spiel war, wie ich das kleine, arme, unschuldige, süße, knuffige Kätzchen das Klo runterspülte. Ich möchte hier zum Protokoll geben, dass Marcel Davids und seine Programme die Jugend von heute wirklich aggressiv machen und nicht Counter-Strike oder ähnliche Ballerspiele mit sinnlos brutaler Gewalt. Als ich dann endlich erfreut sah, dass der Ladebalken fertig war, was musste ich dann feststellen? Richtig, irgendwas stimmt nicht. Natürlich startete ich sofort Camtasia Studios mit dieser Aufnahme, um zu gucken, ob denn alles in Ordnung ist, denn ich traue Camtasia Studios so sehr über den Weg, wie Darkwing Duck eine Wohngewandtscheibe mit Herrn Wirfus eingehen würde. Was stellte ich fest? Es fehlen 10 Minuten. Danach folgte wieder ein übelster Aufreger, beziehungsweise es fehlten nicht 10 Minuten, sie waren total korrupt und unbrauchbar und ich glaube, das kann man als Fehlen bezeichnen. Ja, das kann man. Auf jeden Fall waren diese 10 Minuten nicht zu gebrauchen. Natürlich fing ich sofort wieder an zu fluchen, weil das bedeutete, ich muss die ganze Scheiß-Aufnahme nochmal von vorne machen, verdammt. Aber da musste ich feststellen, da sind ja 10 Minuten, wo ich die ganze Zeit auf dieselben scheiß Mobs kloppe, die ich die letzten 20 Minuten schon gekloppt habe, eurer Vergangenheit. Und da dachte ich mir, auf die 10 Minuten könnt ihr auch verzichten. Ich übernehme keine Risiken für die Schatztruhen, die ich übersehen habe. Und wer jetzt trotzdem irgendwelche Beschwerden an diesen total entnervten Let's Player geben möchte, fuck, Herr Doodle, du. Mit diesen Worten möchte ich mich empfehlen und hoffe, das war jetzt genug sinnloses Gelaber, um die fehlenden 10 Minuten zu entschuldigen. Falls nicht, fuck, Herr Doodle, du. Fucking idiot! Fuck off, you thick fuck! Sort your fucking life out, mate! Fucking shot. Fuck off! Fuck the man! For fuck's sake. Fuck this. Fucking king of the zombies. Fuck off. You fuck off! Fuck fucking off! Fuck things up and make me look stupid!
Right, great, fuck. For fuck's sake. Fuck this. Fucking knew it. The fuck? Fuck a doodle do. I'm going to leave. Fuck. Oh, fuck. Fucking brain. Whose fucking idea was that?